Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War, die imperiale Kampagne mit den Ägyptern. Und wir haben so, ja, was kommt noch so? Belagerung von Palmyra. Obwohl, ich glaube, also wie gesagt, die haben so viele Fernkampfeinheiten da drin. Ich glaube, ich versuche sie einfach mal auszuhungern. Und wenn ich da Glück habe, dann ergibt sich diese Stadt kampflos. Ich muss gar nicht kämpfen, habe keine einzige Einheit verloren. Und das ist das, worauf ich es abgesehen habe. Wir haben eine Menge Kohle gemacht bisher, benutzen das natürlich, um unsere Städte besser auszubauen und werden jetzt gleich so ein paar Einheiten hier noch bestechen. Und dann gucken wir mal, was die nächste Runde bringt. Ich glaube nämlich die Numidier. Es wären tatsächlich so geisteskrank, mir in Siva nochmal den Krieg zu erklären. Geh direkt mal hin und bestich die. Ja, ja, 844 Denare. Super Sache. So, als nächstes ist der Typ dran. Du gehst aufs Schiff. Und du schipperst mal Richtung Kyrene. Okay, und was ist das hier mit den Karthagern? Haben wir ja schon einen Deal. Sehr hoch, der Steuersatz, alles bestens. Pontus und Seleukiden sind im Krieg. Na also, dann wissen wir ja, wohin sie wollten. Dann gibt es Bündnisse, Germanen, Skythen, Gallien, Dakien, Dakien, Makedonien. Sind Dakien hier gut vernetzt? Ja, Jerusalem, das ist so eine Problemstadt. Ach so, übrigens, ja. Warum? Deswegen. Da ist so viel Aufruhr drin, das sind mehrere Spione, vermute ich. Wir haben aber hier schon Q, einen unserer besten Spione, auf den Weg geschickt und der wird sich darum kümmern. Du solltest hier rüber, denn ich will die Typen von Pontus im Auge behalten. Was ist das? Artemios. Artemios, was kannst du? Du kannst nix. Okay. Alexander, Alexander, das ist ein cooler Name. Gefällt mir. Niemand wird mich sehen. Ah ja. Der Hauptmann Asander wieder. Ja, ich brauche ein paar Spione da oben in der Ecke. Weil ich Pontus im Auge behalten will. Und du wirst hier hingehen, denke ich. Du hast ja Wachtürme gebaut hier vorhin. Mit Erfolg. Das ist einer... Aulettes, das ist einer von den neuen Jungs. Der ist eigentlich ganz cool. Mein Gebieter? Ich habe allerdings natürlich noch hier mit Knumhoptep oder wie auch immer der Name ausgesprochen wird. Sire? Habe ich auch noch einen ganz coolen General am Start. Ich bin geneigt, Pontus so schnell wie möglich auszuschalten, weil die einem irgendwann ultra auf den Sack gehen. Und ja. Was? Also, jetzt sind sie wieder happy. Oder warte mal. Machen wir mal drei. Nee, warte mal. Drei nubige Infanterie ist vielleicht ein bisschen zu viel. Machen wir erstmal einen Bauern oder zwei. Machen wir erstmal die zwei Bauern da. Das ist doch echt scheiße. Vielleicht sind die auch so angepisst wegen dem Hauptmann Artemios. Das kann natürlich auch sein. Holen wir mal noch zwei von den Kavallerieeinheiten hier. Ich will keine kilikischen Piraten als Söldner haben. Die sind nicht so gut. Die sind nicht so gut. Ja, dann geh doch zu dem Typen... Zu meinem Seitenanführer in Palmyra, der wird mich nicht mehr so lange leben. Und dann ist das, glaube ich, ganz cool, wenn ich da noch einen General dabei habe, der dann direkt wieder die Armee übernimmt. Genau, du wolltest dir mal angucken, was die Pater da so machen. Niemand wird mich sehen. Wir können nicht weiter, Sire. Könnte man bei Zeiten auch nochmal einen Spion hinschicken, einen zweiten. Hören bedeutet denn Leute, es gibt einfach nichts Wichtigeres als Spione, wenn man hier so riesige Gebiete überblicken muss. Da ist der Leukaia, da wollen wir natürlich hin und auch einen Spion unterbringen. Hoho, die Städte wachsen so wahnsinnig schnell, das ist echt perfekt. Wie viele Schiffe haben wir jetzt hier? Das Schiff vier Stück.
mein Gebieter? Ist die Frage, braucht, muss Neos Philator, muss der da noch irgendwas bauen? Ich weiß nicht. Geh mal in die Hauptstadt. Nö, ne? Also, ich weiß nicht. Ja, doch, vielleicht baut er mir... Komm, nee, du baust mir da nächste Runde dann doch noch so ein Türmchen. Befehle? Ja, nimm mir mal den Typen damit. Die legen wir hier drüben an. Was machst du? Der macht nix. Also manchmal macht ihr ja ganz gerne diesen Move Hafenblockade, um Krieg zu eröffnen. Aber ich glaube, das ist momentan nicht so akut. Ja, die kommen nicht dahin, das ist kacke. Okay, wir machen es anders. Stell dich in den Hafen, wir sammeln hier noch ein paar Truppen. Wir bauen jetzt nicht so die Mega-Armee auf, aber wir werden eine Armee dort aufbauen. Ja. Und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Marschieren! Wir können nicht weiter, großer Herr! Baut einen Turm! Euer Wille. Naja, bleibt mal ganz ruhig. Baut einen Turm! Bleibt doch mal locker. Okay, also zeig mir mal hier, was machen die Karthager? Wir können nicht weiter, Sire. Mächtiger General! Du kannst mir hier oben noch einen Turm bauen. Das machen wir anders. Das machen wir ganz anders. Du gehst mal wieder zurück nach Siva. Der hat mir jetzt genug Türme hier gebaut. Rekrutierungsbericht. Gucken wir uns mal kurz an wegen den Agenten. Sidon Spion, den haben wir schon rausgeholt. Ist klar. Weg blockiert. Alexander ist klar. Baubericht. Memphis, großer Tempel. Wow. Okay. Die Stadt hat bald schon die nächste Wachstumsstufe. Nur um das schon mal anzukündigen. Bomben Schmied. Damit die Waffen meiner Einheit, die ich hier ausbilde, verbessert werden. Ich habe nur eine Idee. Das dauert aber noch ungefähr 10 Jahre. Ich gehe hin und stecke 3 Spione nach Bülasora. Und wenn die zurück, wenn dann die Pest ausbricht, dann lade ich die auf ein Schiff, fahre mit denen runter ins Nildelta, quartiere die da in meinen Städten ein, lasse sie da absichtlich die Pest verbreiten. Einfach nur, um das Städtewachstum zu regulieren. Das wäre doch eigentlich eine coole Sache, oder? 6,5%! Alter, Zypern ist so eine krasse Insel. Ja, Infanterie. Damaskus. Hoher Steuersatz und den Tempel. Damit ich auf sehr hoch gehen kann. Und Antiochia. Wir sind schon auf sehr hoch. Wehrkaserne, Schmied. Haben wir einen Schmied hier drin? Warte mal. Ich brauche einen Markt für einen Schmied, ne? Oder einen Händler zumindest. Okay, dann bauen wir den Händler. Ortschaft wächst. Tarsus. Okay, ja, das bauen wir ja gerade, genau. Da haben wir auch schon die Einheiten gerüstet. Ach, warte mal, zeig mir Tarsus gerade nochmal mit den Siedlungsdetails. Ja, ist auch ein Spion drin. Okay. Lass den Spion mal weg und baue mir noch einen Spion. Ich brauche mehr Spione. Ich brauche viel mehr Spione. Das ist der Wahnsinn. Okay. Dann greifen wir den Hauptmann Artemios jetzt mal an. Der verpisst sich natürlich, ist klar. Greifen wir in der nächsten Runde nochmal an. Der würde sich nochmal verpissen. Dann greifen wir nochmal an. Ja. Okay, gut. So wird das dann wahrscheinlich laufen. Bauen wir mal noch einen Bauern. Wir können natürlich hier eine Siedlungspolitik betreiben, indem wir hier jede Runde Bauern rekrutieren, aber das geht halt irgendwann ins Geld und es ist ein bisschen unnötig. Und dann versuchen wir einfach uns irgendwann nur die Städte zurückzuholen und machen nochmal alles platt oder irgendwie sowas. Okay, gut, alles klar, nächste Runde. Ich hoffe mal, ich habe nichts vergessen. Na, er greift uns an. Okay, ich mache mal hier eine ganz kurze Pause. Wir sind gleich wieder da mit der Schlacht. Okay, wir wollten diese Truppen hier vernichten und das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach werden, weil er viele Fernkampfeinheiten dabei hat. Aber wir gucken einfach mal, dass wir da
unser Möglichstes tun werden. Dann gehört Palmyra nächste Runde uns und wir können weitermachen mit den anderen Städten. Das wären noch Bostra und Petra. Müssen wir mal gucken, in welcher Reihenfolge wir die kriegen. Die sind aber bezeichnenderweise in der Regel nicht so stark garnisoniert. Wir brauchen hier jetzt nicht die beste Verteidigungsposition, aber wir brauchen eine ganz gute. Einfach nur, um gegen seine Fernkampfkavallerie anzukommen. Wichtig ist, dass wir die Streitwagen-Bogenschützen nicht verheizen. Die sind wichtig und teuer und schwer nachzurekrutieren. Deswegen heben wir die auf jeden Fall mal noch auf. Dann gehst du mir hin und stellst mir die Plänkler hier vorne auf. Das könnte was werden. So, dann schauen wir mal, was hat er hier? Das sind Bogenschützen. Wo sind seine berittenen Bogenschützen? Ach nee, die sind da hinten? Ha! Dann könnten wir ja mal gerade mit unserem General darunter fahren. Und dann geben wir mal ein ganz klein bisschen Gas. Denn so ein General, der müsste doch was bringen gegen Bogenschützen, oder? Machen wir den Plänkler-Modus aus und schießt man auf die. Ja. Ja, Fernkampfkavallerie ist eigentlich schon eine coole Sache. So, gut, dann haben wir ihn jetzt irgendwie angelockt. Ach ja, Streitwagen sind immer so blöd aufzustellen. Ich stell sie hier hin. Ich stell den General hier hin. Oh Mann. So, dann gucken wir mal, ob wir seine Fernkampfkavallerie mit unseren Plänklern bekommen. Hier müssen wir jetzt auf jeden Fall mit dem General vor. Genau, auf seine Kamelreiter bitte drauf. Und dann mit dem General gegen die Bogenschützen. Bisschen schneller. Ja, wunderbar. Schlacht beenden. Mehr brauchen wir da gar nicht zu machen. Den Rest, den lassen wir uns einfach schenken. Und dann haben wir eine weitere Stadt eingenommen. Sehr schön. Der Sieg ist unser. Ja, die werden wir besetzen. Und dann zeig mir mal ganz kurz. Ich habe da eben gesehen, da kniete eine Rebelleneinheit. Erwarte eure Befehle. Ja, okay. Bevor ich jetzt irgendwas mache, schauen wir erstmal. Ja, deswegen wollte ich Hatra nicht haben. Jetzt habe ich aber eine Idee. Soll ich ein Bündnis mit den Seleukiden eingehen und hier oben gegen die Armenier verteidigen? Denn ich muss ja. Okay, gut, ich muss sowohl Armenier als auch Seleukiden platt machen. Ich weiß es nicht. Oh, ihr dummen pontischen Popeldreher. Ich hasse euch. Ey, wirklich, dieses Rumgelähme hier in meiner Provinz, das geht mir total auf die Nüsse. Ich kann das echt nicht leiden. Das ist wirklich ätzend. Man kann das dann so schwer berechnen, was die als nächstes machen. Das ist eigentlich der Grund, warum ich das so ätzend finde. Okay.
Akademien brauchen wir hier schon mal nicht zu bauen. Einen Bazar auch gar nicht. Wir könnten den Tempel ausbauen, aber öffentliche Ordnung geht noch. Also bauen wir die Wehrkaserne. Jerusalem hat einen Markt gebaut. Wir haben hier viel zu viel Bevölkerungswachstum. Was aber unter anderem daran liegen dürfte, dass ich halt hier den gegnerischen Spion drin habe. Meine Ohren sind ja, gehen wir mit dem Giftmischer rein. So, jetzt zeig mir das nochmal gerade. Ist da noch Aufruhr? Ja, ist noch. Tatsache. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir die nächste Runde gefunden haben. Dann bauen wir mal die Kaserne aus. Oder die Schmiede. Eigentlich ist die Schmiede wichtiger. Die Schmiede ist eigentlich wichtiger. Sidon hat einen großen Tempel gebaut. Dann könnten wir hier mal die Hinrichtungsstätte bauen. Die erhöht halt auch nochmal die öffentliche Ordnung. Auf der anderen Seite bringt die Schiffswerft nochmal eine Menge Kohle. Stelle der Kaserne. Was für Tempel haben wir hier drin? Horus. Horus verbessert die Waffen. Machen wir die Kaserne. Dann machen wir die Kaserne an der Stelle, damit wir die Nilspeerträger bauen können. Die sind ein bisschen besser als diese, als die nubige Infanterie. Bauen wir mal hier eine Holzmauer. Ereignisse einer Seite. Kleiner Affe, Agententalent verbessern. Ach, der Typ ist das. Dann geh doch mal mit nach... Ne, bleib mal in Sidon. Bleib mal in Sidon. So, du bestichst jetzt erstmal den Typen hier. Preis spielt eigentlich keine Rolle. Ich will ihn einfach nur loswerden. Hören bedeutet gehorchen. Wir sitzen fest, Sire. Sire! Kann ich mit den Jungs hier... Oh Mann, ey, hier ist noch nicht mal eine Straße gebaut. Geh mal gerade raus. Störsatz auf niedrig. Hol mir mal einen Bauern. Und bild den mal fort. Wie hoch ist die öffentliche Ordnung jetzt? Bei 90%. Dann reißt das Ding da mal ab. Ist jetzt bei 80. Ja. Okay, und dann ein schreiendes Imhotep. Befehle? Und dann können wir uns immer noch überlegen, was wir mit der Armee hier machen. Meine Ohren sind eure Ohren. In Bewegung. Bleib mal hier in der Nähe. Was hat denn der da drin zum Verteidigen? Also für meine Begriffe ist die... Muss er hart raushungern, denn... das ist für ihn definitiv nicht einzunehmen. Also, wenn der da die Milizhopliten vor die Tore stellt, dann hat er Geburtstag gehabt mit seinem Pferdchen. Da kann er da, und vor allen Dingen mit dieser popeligen Ostinfanterie, da kann er nichts machen gegen. Ungesehen, unbemerkt. Euer Wille ist mir Befehl. Ja, ich stelle mal hier rüber neben Hatra. Und dann lauf du mal ein bisschen weiter hier in die Richtung. Großer Herr, euer Wille ist mir Befehl. Ungesehen, unbemerkt. Wir können nicht. Man muss jetzt fairnesshalber auch noch dazu sagen, dass diese Armee hier echt beschissen ist. Also er hat halt seine Fernkämpfe, die sind ganz gut, aber Ostinfanterie, berittene Bogenschützen sind halt noch gut. Aber die sind halt auch nur so lange gefährlich, solange er keine Bogenschützen hat. Also danach sind die relativ zahm. Ei, großer Herr! Ja, mächtiger Herr! Ja, lauf mal hier hin. Sire, nimm den mal mit an Bord. Befehle. Weiter. Und dann fährst du mal hier hin. Ja, mächtiger Herr! Sitz bereit! Setz die Segel! Wir können jetzt nicht weiter, Sire! Cool. So, dann wird hier noch nachher ein Wachturm gebaut. Oder vielleicht hier erstmal.
Vielleicht bauen wir einfach mal hier ein. Okay, ach, den da wollte ich ja auch noch bestechen. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Wir sitzen fest, Sire. Und ich glaube eigentlich, ist es besser, auch ihn hier aufs Schiff zu verladen und damit rüberzunehmen. Ansonsten braucht er ja 300 Jahre, bis er da ist. Stell dich mal hier in den Wald. Wir können nicht weiter, das ist drin, Miliz-Hopliten wahrscheinlich und irgendwie ein Peltast oder zwei. Vermute ich jetzt mal. Ist mir Befehl. Ungesehen, unbemerkt. Ungesehen, unbemerkt. Wir sitzen. Der Rundenbericht ist gut. Der Rekrutierungsbericht ist nochmal interessant wegen möglichen Spionen. Ah ja, genau. Nee, du bleibst mal in Sidon und du holst mir dann noch einen Spion. Denn ich würde ganz gerne wissen, wo der gleich hier mit seinen, wo die Spione aus Jerusalem sich hin verdrücken. Aber okay, gut. Ich meine, sollen wir wirklich den Seleukiden rumhelfen? Ich sehe es eigentlich nicht ein. Das ist eigentlich unsinnig. Können wir die Peltasten, können wir da drüben in Jerusalem fortbilden. Okay. Und dann werde ich mal an der Stelle mit dem Part Schluss machen für heute. Dann geht es im nächsten Part weiter. Bin gespannt, was noch so kommt. Kyrene holen wir uns auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was Pontus machen wird. Ah ja, und dann haben wir noch die Schlacht hier gegen Hauptmann Artemios. Das mache ich aber, ich meine, das sind drei kilikische Piraten, das mache ich jetzt wahrscheinlich so, wenn ihr gerade nicht zuguckt und es ist geschenkt. Aber warte mal, du kannst mal dahin laufen. Oder wo ist die Stadt? Wo ist Sinope? Warte mal, nee, Sinope ist irgendwo hier. Nee, hier. Weiter geht es. Die liegt doch am Fluss. Genau, ja. Kappadokien ist hier. Ja, Sinope liegt hier. Da würde ich dann gerne hin. Da habe ich noch keinen Spionen drin. Schade. Ja, aber wir bauen noch eine ganze Menge Spione. Du warst einer von den Schlechten. Na ja, genau. Du gehst mal hier rüber. Niemand wird mich sehen. Ich brauche den auch nicht in der Stadt, sondern ich brauche ihn nur an der Stadt, damit ich also dort genug sehen kann. Das gleiche gilt übrigens auch für ihn hier. Einfach nur, damit ich so in etwa weiß, was in diesen Städten vor sich geht. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss.